Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ja, meine Betreuerin war inzwischen da. Ihr habt ja wahrscheinlich das Klingeln in der letzten Folge gehört. Und ich habe jetzt einen wunderschönen Schrank in meiner Küche stehen. Eine ehemals Vitrine, die jetzt quer gegen mein Kühlschrank steht und jetzt als Vorratsraum fungiert, weil ich ja so viele Schrägen habe und da nicht viel mit großen, nicht viel mit großen Möbeln machen kann. Und da bin ich natürlich für jedes kleinste bisschen dankbar, was ich dann hier als Stauraum nutzen kann. Und zuerst haben wir uns gedacht, den klatschen wir ins Schlafzimmer, da wo mein PC steht, weil das halt die einzige Möglichkeit ist, so was Hohes hinzustellen. Aber er hat in der Küche noch hingepasst. Ich bin glücklich, habe Stauraum und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und der Schrank muss nicht weggeworfen werden. Der wäre nämlich ansonsten auf den Sperrmüll gekommen, weil meine Betreuerin keine Verwendung mehr hat. Deswegen hat sie geschaut und gefragt, ob ich den vielleicht nutzen möchte. Und ich sage natürlich nicht nein, wenn ich sowas Schickes kriege. Und ja. Ach, siehste, zwei Schwarz vergessen habe. Warte, jetzt müssen wir hier gucken. War das hier? Werkzeugliste, Handbuch. Mod-Optionen. Recolor Farm Typ. Debug Monster Limit. Log Message. Content Packs. Console Comments. Ach, dann haben wir das Greenhouse. Oh Gott. Oh Gott. Ach, das ist das, was ich freigeschaltet oder erkundet habe? Oder keine Ahnung. Aber. Guck, da, die funktioniert. Juhu! Funktioniert. Hier haben wir das Cheat-Menü. Ne? Ihr seht schon, unendlich Leben, Ausdauer. Da haben wir das Item, den Item-Spawner. Wo war das noch? Irgendwo konnte ich das mal öffnen. Expanded Welcome Greenhouse. Ah, hier, Horse Overhaul. Hotkey Pet Menü. Disable Any Feed. Left Stick Keypad. Toll. Funktioniert. Ne? Funktioniert klasse. Flup. Pet Menü. Linker Stick. J. Also, wahrscheinlich funktioniert das noch nicht, weil ich noch kein Pferd und kein Pet habe. Vermutlich. So, gucken wir mal hier. Hier kann man nämlich beispielsweise Zeit stoppen. Irgendwo gibt es auch noch... Da, Steuerung. Menü öffnen mit P. Zeit stoppen habe ich eigentlich immer auf Z, damit ich weiß, ne, Z wie Zeit. Reset, Baum wachsen lassen, Saat wachsen lassen, Wachstumsradius. Ne, also, man kann hier alles Mögliche machen. Ich werde, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher nur das mit dem Angeln benutzen, weil Angeln ist einfach sehr anstrengend in dem Spiel. Ansonsten versuche ich so gut es geht, keine Cheats zu nutzen. Kann es aber nicht zu 100% versprechen, weil ich ja zum Beginn schon gesagt habe, hier, ne, wir haben das Stardew Valley auf normalem Wege, ohne Cheats, ohne alles schon mal durchgehabt. Ne, das gleiche wie bei Minecraft auch, wo ich gesagt habe, hier, ne, ich behalte mir vor, gelegentlich mal ein paar Cheats zu nutzen oder mir mal was zu ermogeln. Oder mir einfach den Arsch zu retten, bevor ich irgendwie mein Inventar verliere. Was weiß denn ich? Und das Recht behalte ich mir hier auch vor. von daher. Ich meine, in Anführungsstrichen, gemogelt
habe ich eigentlich früher schon in Stardew Valley, auch in den Let's Plays. Denn wenn wir hier in der Mine unterwegs waren und sind gestorben, habe ich das Spiel neu gestartet. Weil ich mein ganzes Gezuppel halt einfach nicht verlieren wollte. Und in der Hinsicht, ja. Nee, nur, dass er da Bescheid wisst. So, mit unserer Restenergie, die wir uns ja mühselig wieder aufgefüllt hatten. Entschuldigung. Machen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen Platz. Ich finde es übrigens gut. Irgendwie finde ich es gut. Irgendwie aber auch wieder nicht, dass nicht mehr so massig viel Bäume rumstehen. Kann ich denn eigentlich... Ja, ich kann hier sehr gut. Ich kann hier, wie man sieht, auch umgraben. Das ging ja... Oh Gott sei Dank. Das ging ja bekanntlich nicht im normalen Stardew Valley. Ah, sehr gut. Das ist gut. Das finde ich gut. Das ging im normalen Stardew Valley ja nicht. Dass man hier, wo diese Dinger waren, dass man hier umgraben konnte und anpflanzen konnte. Ein Glück geht das hier. Oh Gott sei Dank, das freut mich. Da muss ich echt sagen, da bin ich echt froh drum. Und wenn ich auch sagen muss, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass nicht so viele, so urviele Bäume überall rumstehen, finde ich trotzdem irgendwie so ein bisschen schade, weil das gab halt echt extrem viel Holz. Aber ist ja nicht so, dass wir nicht generell so im späteren Spielverlauf sowieso genug Holz haben. Also von daher ist das jetzt nicht so extrem schlimm. Ja, wir können ja auch das Holz wieder anbauen, ne, die Bäumchen pflanzen. Und wir haben ja jetzt auch viel mehr Platz, wo wir Bäumchen pflanzen können. Und von daher alles tutti. Das passt schon. So. Gut, einmal wegräumen. So. Gute Nacht, liebe Welt. Ich tue nur das, was mir gefällt. Ja, Minenarbeit Stufe 1, Spitzhackeneffektivität. Neues Herstellungsrezept, Kiesch-Bombe. Wir haben auch ein bisschen Geld gekriegt. Betonung auf ein bisschen. So, ich glaube, ein paar Blümischen. Ich glaube, 3 Blümischen haben wir verkauft. Das heißt, 66 haben wir gekriegt. Ergo, 22 haben wir pro Blümische gekriegt. Yo. Nicht wundern, ne, das Spiel hängt nicht, sondern er speichert. Er versucht's. Er versucht, er gibt sein Bestes. Na? Oh, es regnet. So, ich würde sagen, wir erkunden mal ein bisschen weiter. Gehen wir erstmal hier unsere Bude weiter erkunden. Aber ich glaube, hier hinten waren wir schon. Ja, ich glaube, hier hinten waren wir schon. Da war der Wasserfall. Was ist das? Oh, da hinten ist aber auch noch, ne? Interesting. Da oben. Ich würde ganz gerne aber nochmal da hochgehen. Wo der Teleporter war. Vielleicht ist da ja noch was anderes. Na, du sollst auch treffen, Kumpel. Nee, hier oben ist einfach nur der Teleporter und so ein bisschen Platz. Boah, wenn ich da bedenke, immer wenn ich da privat so ein bisschen gespielt habe. Und da habe ich mir immer so eine eigene Farm-Map erstellt, nachdem ich dann die ganzen Gebäude und alles gebaut hatte. Damit ich dann bei allen weiteren Spielständen weiß, wo ich was hinbauen muss. Also so eine gigantische Map, wo ich dann halt so Bildschirm für Bildschirm halt abgescreent habe mit so Screenshots. Und dann zusammengeklebt habe, so wie ich das früher immer bei meinen Postern gemacht habe, die ich selber gemacht habe. Und ja, ich glaube, das kann ich jetzt alles auch wieder über den Haufen werfen, glaube ich. Naja. Macht nix. Wir spielen jetzt hier ohnehin erstmal, um einfach das Spiel zu erleben, zu sehen, was gibt's Neues. Und ja.
So, wir erkunden. Und ich hätte vielleicht vorher meine Tasche noch leer machen sollen, damit ich Sachen sammeln kann. Ne, so Gemüse und dieses ganze Gezubbel, was hier überall rumliegt, da sollte ich nicht die Materialien wegholzen, sondern ich sollte lieber Zeug zum Verkaufen vielleicht mitnehmen, das wir anbauen können. Das stört mich auch noch. Oh, da geht's noch durch. Na Mensch, das ist doch größer hier, dieses kleine Hügelchen. Krass. Also ich glaube, wir haben hier auch einiges freizuräumen, ne? Sieh hier, das nehme ich noch mit. Da haben wir noch das. Da haben wir nur Plümsche. Da kommen wir, glaube ich, auch gar nicht weiter, weil da oben nichts zum Abbauen liegt. Quatsch. Er sieht aus wie ein Hund. So. So, jetzt können wir. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Wir müssen nämlich ganz dringend Geld verdienen, weil wir müssen einiges wieder aufbauen. Der gute Vadim hat ja einiges zu tun. Ja, ich finde das cool, dass da jetzt mittlerweile so Schildchen überall stehen. So, guten Tag. Da haben wir ein Blümsche. Eine Narzisse. Eine narzisstische Narzisse. Da haben wir ein Lauch. Oh, jetzt so eine Portion Lauchgemüse und Frikadellen. Und Kartoffelstücke. Yum, 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 yum. Lecker. Da haben wir Meerrettich. Ich liebe übrigens auch Meerrettich. Was ist das? Ach, das gehört zum Gebüsch. Ich liebe Meerrettich. Ich liebe Lauch. Ich liebe Senf. Ich liebe generell so Gewürze und so Zeug. Och, ich arbeite unglaublich gerne mit Gewürzen. So, hier ist noch nichts. Da können wir auch noch nicht lang. Das heißt, jetzt einmal die Stadt weiter erforschen. Ach ja, wir können hier auch mal mit der Family. Mit der Family können wir hier mal quatschen. Hallo. Hast du jeden in der Stadt schon getroffen? Das klingt anstrengend. Oh, guck mal, die Hand hier auch. Robins Workbench. Ich finde es das interessant, dass die das halt auch so ein bisschen besser. Guck mal, hier haben wir ein Telefon, da haben wir Steckdosen. Hallo Maru. Oh, bist du nicht gerade hergezogen? Ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Weißt du, in einem kleinen Ort wie diesem hier kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Es ist aufregend. Ja, gell? Hallo, Grüße. Ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Ich studiere momentan die hiesige Flora und Fauna von meinem Heimlabor aus. Hast du meine Tochter Maru getroffen? Ja, die kommt gerade hier zur Tür rein. Sie scheint dich gern treffen zu wollen. Da kann man nichts lesen. Erstmal mal rumschnüffeln. Der ist auch noch nicht anwesend. Du bist noch nicht gut genug befreundet. Sebastian, den ich übrigens ständig geheiratet habe. Immer nur den. Bin mal gespannt, was da jetzt für neue Leute mit dazukommen. So, hier haben wir das Treppchen nach unten. Da haben wir wieder Eiblümsche. Da haben wir das Gemeinschaftszentrum. Und noch eine Plümsche. Ich habe übrigens auch die Mod oder eine Mod mit drinne, wo Sachen jetzt nicht die, wo außerhalb der Spielbereiche sind, aber eine Mod drinne, die wo praktisch den Vordergrund so ein bisschen unsichtbar macht, damit man den Hintergrund davon sieht. Also wenn zum Beispiel hier bei den Vogelscheuchen, damit man das Pflänzchen hinten dran noch sehen kann oder so. Hier ist auch Bewohner hier in Pelikan Town nutzen diese Fässer und
Kegs und Barrels. Nutzen diese Fässer und... Was ist ein Keg? Das Barrel ist ein Fass. Und Keg? Was war nochmal Keg? Aber nutzen diese Fässer, um hier Wein und... um Wein und Marmelade zu machen. Früher war das ja auch alles zugemüllt, ne? Mit Gras und Stein, wo man freiräumen konnte. Jetzt ist da von vornherein was anderes drin. Da finde ich, sieht das auch viel, 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 viel schöner aus. So, dieses Haus ist neu. Da waren wir aber, glaube ich, schon drin, oder? Guck mal, da haben wir eine Plessy. Xbox. Victor hat eine Ghost Station 1 und ein Super Nintendo Entertainment System. SNES. SNES und GS. Gehört also Victor. Ja, es ist viel, bestimmt viel zu lesen, aber leider Gottes, es tut mir leid. Elves, Dwarfs, Goblins and Monsters. Arcane Studios, Volume 12, glaube ich, ist das. Gemsi? Oceanic Life? How to live sustainably. Bringing nature home. Dann bring mal die Nature home. Mechanical Engineering Reference Manual. Oh Mann, schade, dass das... Laundry Room. Schade, dass das nicht alles auf Deutsch ist. Das wäre voll cool gewesen. Liebe Mod-Ersteller, wenn ihr Bock habt, ne? Sagt er Bescheid. Ich mach's freiwillig. Oh, guck mal, ein schönes Badezimmer. The toilet has a flush button instead of a handle. Cool. Es gibt endlich Badezimmer. Okay, du bist nicht gut genug mit Olivia befreundet. Okay, das ist Olivias Zimmer. Und hier haben wir wahrscheinlich Victors Zimmer. Ja, guck, da oben sitzen es auch. So, da unten ist die Küche. Die haben echt ein großes Haus. Ah, die Mülldinger wieder. Jenkins. Die heißen also Jenkins. So, hier haben wir überall den Müll am Rand. Hier darf man jetzt zum Hundi. You give Dusty many pets. Also du knuddelst ihn ganz doll. Oh, hi. Stopp. Pff. Shut up. Oh, ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es in Pelikan gefallen. Oh ja, aber hallo, ne? Ich würde in der Realität auch gerne hinziehen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Da arbeite ich ja. Wir sind doch gerade da. Guck mal, die haben hier auch schöne Bilder. Ich glaube, das war vorher auch nicht... Oh, hi du, ich bin Gus, Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternenfall. Guten Abend, kann ich dir was bringen? Sieht alles ein bisschen lebhafter und dekorierter aus. Ob es jetzt so auch wirklich so ist oder ob das früher schon so war, kann ich leider gar nicht mehr beurteilen. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Oh, wer bist du denn? Die habe ich auch gar nicht gesehen. Andy. It's a new farmer. Would you look at that? Seht euch das an oder arbeitet, glaube ich, auch bei Joja. Ein neuer Farmer. Ist das der, wo alle drüber reden? Ich arbeite bei Fairhaven. Fairhaven Farm. Für schon lange, lange, lange Zeit. ist nichts Besonderes, aber es ist Arbeit. Wenn ich das richtig... Weiß ich nicht. du hattest Glück, dass du das kostenlos von deinem Opa gekriegt hast. Ja, aber echt, ne? Ich will gar nicht wissen, was das kosten würde, hätte man das von irgendjemand gekauft. Hallo, Sam. Nett, dich kennenzulernen. Geht doch nichts über eine eiskalte Joja-Cola an einem komplett durchnässten Tag. Na ja, wenn ich eine Joja-Cola trinken möchte, dann gehe ich welche angeln. Weil wir erinnern uns... Wir angeln Cola. Oh, hallo Sebastian. Oh, du bist gerade eingezogen. Richtig cool. Bei all den Orten auf der Welt hast du diese Stadt gewählt? Ja, ist halt schön ruhig, ne? Sebastian würde gerne in die Stadt ziehen. Ich würde gerne aus die Stadt ziehen. Oh, da kommt die Nächste. Hallo.
Nett, dich kennenzulernen. Du bist Lea. Du hast eine gute Zeit gewählt, um herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Ich mach mal Platz. Ich glaube, das geht schneller. Bitteschön. So. Oh, Entschuldigung, dich habe ich gar nicht gesehen. Hallo. Oh, hey, du bist der neue Typ, cool. Der neue Typen, cool. Ja. Hey. Came to pet Dusty. Ja, ich komme, um Dusty zu streicheln. Habe ich aber heute schon gemacht. Ja, das sind die neuen Dialoge, die halt dann leider Gottes auf Englisch sind. Hallo. Na, wie war die erste Nacht in der alten Hütte? Ja, besser als in deiner Hütte. Irgendwann habe ich mal ein größeres Haus als du, mein Freund. So, was haben wir hier? Hier haben wir das Sewer. Ah, guck, da haben wir den guten. Ahoi, nett ein paar junge Leute. Nett, es ist nett, ein paar junge Leute ins Tal kommen zu sehen. Passiert heutzutage nicht sehr häufig. Ja, da spreche ich aus Erfahrung. Viele ältere Leute waren auch sehr überrascht, dass ich hier alleine hingezogen bin. Aufs Land. So. Mach die Tür auf, alle! Ich muss mit euch allen reden. Es eilt. Ja. Püh. Einfach nur püh.